Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute wieder aus dem Klemmbaustein Wohnzimmer. Diesmal habe ich euch ein Set der Firma Kobi rausgesucht und zwar das neueste Teil aus den ihrer Youngtimer Kollektion. Der Trabant 601 Plus Wohnwagen, Caravan, wie es bei denen heißt, ist die 24590. 218 Teile haben wir hier und diesmal haben wir einen gelben Trabanten dabei. Ja, wir hatten ja hier bei dem Mauerfallset den weißen und standardmäßig hier den blauen. Und jetzt kriegen wir hier nochmal einen gelben dabei. Und was ich richtig schön finde, ist, dass der ein weißes Dach hat. Das gibt nochmal so ein bisschen extra Farbe dabei. Ja, der Feuerwehr von denen, der hat ja auch ein weißes Dach, ist dann in Rot. Und jetzt haben wir hier dann nochmal einen gelben. Da kommt ein bisschen Farbe in die Geschichte. Auf alle Fälle bin ich wirklich gespannt auf das gute Stück. 218 Teile, das ist eine Ansage im Vergleich zu diesen hier. Die liegen irgendwie so roundabout 75 Teile. Das heißt, der Wohnwagen, der wird uns eine Menge Teile kosten. Und ich bin mal gespannt, wie sie den gemacht haben. Ich bin gespannt, ob auch hier das Ganze ohne Aufkleber auskommt, weil diese Sets, die sind ja bis jetzt immer alle völlig ohne Aufkleber ausgekommen. Bin gespannt, ob sich das hier fortsetzt. Und ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal aus der Nähe an. Ja, 22,99 kostet er bei mir hier im Laden. 218 Teile ist jetzt kein Schnäppchen, aber die ganze Youngtimer-Serie von denen ist ja an sich kein Schnäppchen. Ich sag mal, wenn man sich hier die anderen so von denen anguckt, da haben wir hier den Universal, den Polizeitrabi, da haben wir hier die Feuerwehr und last but not least hier den Kübel. Die liegen jeweils bei 11,50 Euro mit so roundabout 70, 75 Teilen. Ja, und dann haben wir natürlich hier mit 218 Teilen für 22,99 schon fast wieder ein Schnäppchen gemacht. Ja, nee, Scherz. Schauen wir mal, was wir uns Schönes reingepackt haben, ob er denn jetzt das Geld wert ist. Die Kleinen sind es auf alle Fälle. Mal schauen, ob hier der Wohnwagen dann auch für die 22,90 entschädigt. Das ist nämlich der gleiche Preis, den wir für das Grenzübergangsset für den Mauerfall auch veranschlagt haben. Ja, da haben wir hier einmal die Bauanleitung. Ganz Kobi-typisch, nichts Besonderes dann. Ja, und so auf den ersten Blick sehe ich hier freudigerweise keine Aufkleber. Scheinen die Gerüchte, die es im Internet dazu gab, dass das Ganze mit Aufkleber wäre, wohl denn doch nur auf ein Vorserienmodell bezogen gewesen. Ja, da gab es Fotos mit so einem Aufkleberbogen. So wie es aussieht, ist alles gedruckt. Ich freue mich, obwohl, was haben wir denn hier? Hier haben wir doch einen Aufkleberbogen. Ja, das gucken wir uns dann gleich nochmal in Ruhe an. Ja, schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung an. Also da gibt es jetzt keine Überraschung. Ja, die sieht aus wie jede andere von Kobi auch. Von der Druckqualität gut, Klammer gebunden. Ja, hinten drauf nochmal die verschiedenen anderen Autos aus der Youngtimer-Kollektion. Da gibt es ja mittlerweile wirklich einen riesengroßen Haufen. Halt alles Ostblock-Autos. Was ich richtig, richtig, richtig cool fände, wäre, wenn Kobi es schaffen würde, auch mal mit Westautos irgendwie Verträge zu machen. So ein Audi Quattro wäre toll. Oder ich sag mal, der erste Passat, der Golf 1, das Erdbeerkörbchen. Sehr cool. Also solche Sachen, die würden natürlich mein Herz erfreuen. Schreibt mal unten in die Kommentare rein. Welchen Oldtimer-Youngtimer würdet ihr gerne hier in dieser Serie sehen? Würde mich mal interessieren. Ja, vielleicht kann man da ja die ein oder andere Überzeugungsarbeit da in Polen leisten. Schauen wir mal. So, innen drin, wie gehabt, die Aufbauanleitung, wie wir sie halt von Kobi kennen. Das, was schon aufgebaut ist, wird ausgegraut. Der Rest ist farblich dargestellt. Da wird es sich jetzt hier mit dem Gelb natürlich sehr gut bauen lassen. Wie das mit dem Weiß bei dem Wohnwagen ist, naja, kann man auch ganz gut erkennen, würde ich sagen. Ja, dann hier zu meinem kleinen Schockmoment, ne, unser Aufkleber. Ja, da hat sich jetzt Kobi gedacht, unsere Trabis, die hatten bis jetzt hier nur so angedeutete A, keine B und hinten eine aufgedruckte C-Säule. Da machen wir jetzt einen großen Aufkleber und damit kriegen wir das schön. Würde ich jetzt nicht so sehen. Wir werden uns das gleich mal angucken, aber prinzipiell finde ich, das ist keine Entwicklung in die richtige Richtung. Auch hier die Griffe hätten, glaube ich, nicht unbedingt als Aufkleber dabei sein müssen. Da war auch ein Druck nett gewesen. Naja, schauen wir jetzt erstmal, wie sich das Ganze bauen lässt. Ich bin auf den Anhänger wirklich sehr gespannt. So, jetzt haben wir wieder unsere Tütchen auf unsere Tellerchen verteilt. Insgesamt 7 Tüten bei 218 Teilen. Die Schnellrechner unter euch haben sofort rausgefunden, das sind gerade mal etwas mehr als 30 Teile pro Tüte. Das hätte man wahrscheinlich auch mit weniger Müll hingekriegt. Nun ja, hier gucken wir uns erstmal an. Es sind eine Menge gedruckte Steine dabei. Sehr cool finde ich hier diesen hier mit der Heckansicht von dem Wohnwagen. Gefällt mir sehr gut. Auch hier
die mit den schicken Gardinen, mit die Seitenfenster vom Wohnwagen, klasse. Schade ist halt wirklich, dass sich Grubi hier entschlossen hat, die Heckfenster, denen die hintere Säule, die D-Säule, B-Säule, C, nee, und was ist denn das? C-Säule, ne? Ja, C-Säule, gegen Aufkleber zu auszutauschen. Bei den anderen Autos hatten wir da immer einen Druck. Da war das Ganze dann so geregelt. Dafür hatten wir hinten halt keinen Rahmen drauf. Ja, vorne hatten wir einen Rahmen, hinten nicht, da hatten wir dann nur die Säule. Und hier haben wir jetzt hinten auch einen Rahmen drumherum gekriegt. Aber dafür kriegen wir dann hier einen Aufkleber drauf. Und schreibt mir mal unten in die Kommentare, was wäre euch lieber? Dass das weiter so ist wie bei dem hier? Oder dass es jetzt mit einem Rahmen hinten ist und dafür ein Aufkleber auf die Seite drauf kommt? Oder wäre es im Idealfall alles rundum gedruckt? Ist schon fast vermessen. Aber ich würde das Letztere bevorzugen, weil ich weiß jetzt schon, das hier, das wäre Quälerei und man hat wahrscheinlich hinterher dann auch noch Bubbelbläschen hier unten zwischen, weil das ist Klarsicht. Ja. Ist nicht so ideal gelöst, finde ich. Schauen wir mal. Auf alle Fälle machen wir uns jetzt mal ins Bauen und ich freue mich. Ich bin gespannt, wie das Ganze hinterher fertig aussieht. Ja, jetzt hatte ich hier gerade so einen sanften Moment der Panikattacke und zwar müssen hier zwei Klierteile drauf und die habe ich hier in meinen sieben Tüten nirgendwo gefunden. Und nachdem ich dann die weggeworfenen Tüten noch einmal alle durchsucht habe, ob da vielleicht was fehlt, habe ich dann nochmal in den Karton reingeguckt und habe festgestellt, da ist noch eine achte Tüte drin. Ja, damit wird der Durchschnitt pro Tüte nochmal erheblich nach unten gezogen. Ja, jedenfalls habe ich nichts fehlen gehabt. Zum Thema Fehlteile. Ich verkaufe ja doch das ein oder andere Set hier bei mir im Laden. Fehlteile sind wirklich selten. Wenn es mal Fehlteile bei Kobi gibt, dann schicken die euch die zu. Offiziell ist die Vorgehensweise da, ihr wendet euch an den Händler, der schickt das an den Vertreter, der schickt das nach Polen und Polen schickt es zu euch nach Hause. Wenn ihr es ein bisschen schneller wollt, ein bisschen schneller haben wollt, dann wendet euch doch direkt an Kobi Polen. Dann schicken die es euch direkt zu. Das spart ein paar Tage. Aber der offizielle Weg ist der über den Händler. Ich will da nichts gesagt haben. Ja, jetzt haben wir hier so ein schönes Bett gebaut. Hier mit einem kuscheligen Kissen. Das sieht doch echt nett aus. Und unter dem Kissen verbirgt sich hier die Variante, die Kobi für die 2x2 Jumper Plate gewählt hat, um da den Schutz zu umgehen. Bei Lego ist die Noppe nämlich innen hohl. Und Kobi hat sie ausgefüllt. Ja, jetzt bauen wir hier gerade den Tisch von dem Wohnwagen und dabei kommt hier ein Bracket zum Einsatz, der sehr verdächtig nach einem geschützten Stein von Lego aussieht. Aber auch hier ist Kobi auf der sicheren Seite. Die haben nämlich einfach, es ist ja immer ein Volldesign-Schutz. Unten drunter, Lego hat hier drei solche Verstärkungen drunter, Kobi nur zwei. Und dann hat Kobi das Ganze wirklich sehr spitz und eckig gemacht. Lego hat hier die Kanten abgerundet und damit ist Kobi wieder mal auf der sicheren Seite. Ja, hier der Wohnwagen nimmt langsam Formen an. Nur eine Sache, die gefällt mir bis jetzt nicht so gut. Und zwar hier wird das Ganze nur über diesen Verbinder. Also hier ist komplett keine Verbindung, ne, nur hier drüber gehalten. Nur das kriegt jetzt eine Stabilitätsunterstützung von der Ecke, wo ich gar nicht mitgerechnet hätte. Und zwar haben wir hier die Wohnwagentür und die kommt jetzt hier auf diese beiden Brick Modifieds drauf. Ja, und schwuppdiwupp wird das Ganze nach unten hin stabilisiert und kann nicht mehr weg. Ja, und nach oben hin wird es dann hinter über das Dach stabilisiert und das Ganze ist fest. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, warum haben die das hier so wabbelig gebaut? Aber das über die Bautechnik hier quasi zu stabilisieren, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ja, da haben wir eine fertig hier, unseren kleinen Wohnwagen. Was soll ich sagen? Ich krieg spontan Lust, mal wieder Campingurlaub zu machen. Der gefällt mir echt gut. Was natürlich ein bisschen doof ist. Weiße Steine sind prädestiniert dafür, dass man hier die ganzen Spaltmaße sieht. Ne? Also die Maße zwischen den Bauelementen. Das ist hier durch die Farbe sehr ausgeprägt. An sich sind die eigentlich recht gut, die Spaltmaße zwischen den Kobi-Steinen. Ja, aber das sieht man halt jetzt schon stark. Und was ein bisschen ist, da könnt ihr vielleicht, wenn ihr es bauen solltet, darauf achten, die Angusspunkte hier, die an den Seiten der Steine sind, was ja prinzipiell eigentlich Sinn macht, weil man sie am wenigsten sieht. Wir sehen jetzt hier mittlerweile so ein bisschen aus, als hätte er einen Hagelschaden. Wenn ich die jetzt halt während des Baus schon immer nach innen gemacht hätte, würde man das nicht so sehen. Bei manchen kann man es nicht nach innen machen, weil sie halt durchgängig sind, aber alles, wo es nicht ist, kann man es und dann sieht man es nicht ganz so extrem. Also wenn ihr den hinterher mal baut, achtet da drauf. Dadurch wird er noch ein bisschen hübscher.
Ja, ansonsten ist auch cool gemacht hier oben mit dem Aufstelldach. In die Inneneinrichtung habt ihr ja gesehen. Und der ist jetzt wirklich stabil, ne? Also da gibt es nichts. Unten die Deichsel, die ist vernünftig verbaut. Die ist nicht frei schwingend, wie das so mancher Chinese bei seinen Wohnanhängern so macht, ne? Haben auch hier sogar mit so einem Standnippel dran. Hat allerdings ein bisschen Übergewicht im Popo, das gute Stück. Und deswegen geht der immer hoch. Und von daher steht er nicht alleine. Aber ansonsten finde ich, sieht er wirklich gut aus. Und ist damit auf alle Fälle für Leute, die, ich sag mal, sich Dioramen bauen, so Thema Campingplatz aus Klemmbausteinen, und da habe ich schon mehrere Kunden hier gehabt, die das machen, da ist das natürlich eine echte Bereicherung. Und gute Nachricht für diese Leute, es gibt hinterher auch noch ein Set mit einem Wartburg und mit einem Fiat Polski, einem 126, auch mit Wohnwagen dabei. Ja, aber jetzt sind wir hier bei dem Trabant und den werden wir jetzt als nächstes bauen. Ja, jetzt haben wir hier das Untergestell für den Trabi auch schon fertig und von der Farbgebung her ist er bisher wohl der westfälischste aller Trabis ever, würde ich mal sagen. Also schwarz-gelb, das ist schon sehr, sehr, sehr Borussia-mäßig. Ja, aber trotzdem gefällt mir die Farbe gut. Das Gelb von Kobi ist ja ein bisschen anderes als das von Lego. Es ist nicht ganz so, ja, nicht ganz so knall aufs Auge. Es ist ein bisschen gesetzter. Ich mag den Farbton eigentlich ganz gern. So, jetzt haben wir hier den Unterbau vom Trabi fertig. Hier haben wir das Dach mit den Fenstern rundum. Ja, und wie man jetzt hier schon sieht, wir haben vorne und hinten jeweils einen Rahmen, aber die C-Säule fehlt. Und bei den bisherigen Trabis, da hatten wir es umgekehrt. Da hatten wir die C-Säule, aber hinten keinen Rahmen. Ach so, ja, was noch besonders ist an dem hier da, der einen Wohnwagen zieht, hat er zwei Spiegel, wohingegen unsere anderen beiden, die wir bisher hatten, jeweils nur auf der Fahrerseite einen Spiegel hatten. Für die Leute, die noch nicht so alte Säcke sind wie unser eins, und das war früher durchaus üblich, dass Autos nur auf der Fahrerseite einen Spiegel hatten. Damals war der zweite Außenspiegel Zusatzzubehör. Das musste man entweder nachkaufen oder halt bei der Bestellung des Neuwagens direkt angeben, dass man das haben wollte, gegen Aufpreis. Heute ist das Standard, heute ist das überall dran. Aber in den alten Tagen, also ne, damals, als alles noch dampfbetrieben war, da war das üblich, dass die Autos im Auslieferzustand nur einen Seitenspiegel hatten. Ja, zuerst die gute Nachricht. Ich habe den Aufkleber eigentlich ganz gut draufgekriegt. Jetzt die schlechte Nachricht, ich habe ihn falsch rum draufgeklebt. Ich habe die C-Säule nach vorne draufgepeppt. Wie blöd kann man eigentlich sein? So, jetzt habe ich es richtig rum drauf. Und ja, also die Aufkleber sind von der Qualität ganz gut, sind auch genau passend zugeschnitten. Das ist alles nicht das Problem, aber trotzdem sind die für mich der Inbegriff des völlig bescheuerten Aufklebers. Die gehen über drei Bauelemente, gehen mit Klarsicht über Klarteile, so dass man da immer irgendwie, ja, ich sag mal so, ganz leichte Blasenbildung drunter hat, die man hinterher noch sieht. Allein schon durch die Übergänge zwischen den einzelnen Bauelementen. Und dann kommt noch dazu, dass das Gelb des Aufklebers nicht zum Gelb des Drucks und auch nicht zum Gelb der Bausteine passt. Ja, also ich würde mal sagen, der Aufkleber ist rundum einfach ein Totalverlust. Also ich für mich persönlich würde ihn runterlassen, wenn ich es nur für mich bauen würde. Ich habe es jetzt hier im Laden stehen, um dann den Leuten auch zu zeigen, was für ein Deppenaufkleber mit dabei ist. Ja. Also nichts für ungut, Kobi. Ich mag euch wirklich super gerne. Also man kann eigentlich schon davon sprechen, dass ich ein großer Fan von euch bin. Aber hier habt ihr Bockmist gemacht. Das Ding ist einfach total über. Da hättet ihr lieber weiter so vorgehen sollen, wie ihr das bei den anderen Trabis gemacht habt. Das hier ist definitiv eine Verschlechterung. Ja, da haben wir eine fertig hier, unseren 24590, den Trabant 601 plus Caravan von Kobi. Ist ein süßes kleines Set. Ein bisschen geärgert habe ich mich, eigentlich sogar ziemlich geärgert habe ich mich über die Aufkleber. Aber ansonsten muss ich sagen, ist er sehr gelungen. Der Wohnwagen an sich, der gefällt mir richtig gut. Ja, okay, man sieht natürlich sehr stark, dass er aus Klemmbausteinen gebaut ist aufgrund der Spaltmaße. Das bedingt die Farbe weiß einfach. Ist mir bei anderen Herstellern sogar noch viel, viel deutlicher aufgefallen als jetzt hier. Aber ansonsten finde ich den einfach süß gemacht. Man kann den hier oben dann auch abnehmen. Der ist so, dass man den dann auch bespielen kann. Schön kuschelig innen drin. Und bei Kobi ist ja so, dass die Klemmkraft der Steine definitiv hoch genug ist, um es wirklich auch intensiv zu bespielen. Ansonsten sehr schön hier die Drucke rundum. Gefällt mir sehr gut. Der kleine Trabant hier an sich in Gelb mit dem weißen Dach ist auch ein Hingucker. Auch der gefällt mir gut. Tja, zu den Aufklebern habe ich mich ja gerade eben schon ausgiebig beschwert. Die finde ich ein Griff ins Klo. Ja. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen hart mit Kobi, aber
Nee, finde ich eigentlich nicht. Also das ist nix. So, einfach mal von der Größe her. Ja, die Gespannlänge haben wir hier mit 23 cm knapp. Etwas über 22, zwischen 22 und 23 cm. Höhe der ganzen Geschichte. Ja, 7,5 cm mit Aufstelldach. Der Trabi an sich, habe ich eben mal ausgemessen, hat 5 cm Breite und ist 10 cm lang. Und der Wohnwagen halt 12,5 cm. Ist ein schnuckliges kleines Ding. Gefällt mir gut. Ja, das Besondere hier an der Anhängerkupplung ist, wie man hier sieht, die hat so zwei Nasen links und rechts. Und die Aufnahme hier, die hat diese zwei Aussparungen. Und man kriegt den halt nur aufeinander, wenn man da genau die trifft. Ja, theoretisch. Na, klar, Hold, ey. Stell dich mal nicht so dusselig an. So. Ja, und dann sitzt er aber auch relativ fest. Ja, das heißt, der geht jetzt nicht so schnell ab. Das hält. Ja. Nur halt, sobald er auf diese Stellung kommt, geht er ganz leicht wieder runter. Und dann auch leicht wieder drauf, wenn man sich nicht so dusselig anstellt wie ich. Ja, abschließend muss ich sagen, er ist eine schöne Ergänzung, wenn man eh schon ein paar Trabis hat. Er ist eine schöne Ergänzung, wenn man Camping mag. Ist ein schönes Set. Also für 22,99 ist er okay. Kein Schnapper, hatte ich euch schon gesagt. Das Einzige, was mich für den Preis wirklich ärgert, sind hier die Aufkleber. Die, finde ich, hätten nicht sein müssen. Das hätten sie so durchziehen müssen, wie sie das hier auch schon hatten. Gefällt mir erheblich besser. Vielleicht seht ihr es ja anders. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Wenn ihr sagt, nee, endlich hat er hier ein vernünftiges Fensterbild, dass das auch aussieht wie beim Original, das gefällt mir so viel besser. Kann ja auch sein. Vielleicht bin ich ja der, der keine Ahnung hat. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, genießt euch hier nochmal den Anblick der ganzen Geschichte. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mich hier wieder beim Bauen zu begleiten. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Gerne auch auf die Glocke drücken, dann kriegt ihr immer mit, wenn ich was Neues hochlade. Und ansonsten bleibt mir nur, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Bis bald. Tschüss. Den Wartburgen und Trabanten, die wir hier schon haben. Ja, das ist der Weiße aus der Mauerfall. Und aus der Mauerfall. Ja, da haben wir den fertig hier, den welche Nummer hatten der? Ja, den kann man also nur auf eine Art anhängen. Oh, da muss ich mal gerade beide Hände für frei haben. Kleinen Moment.